Ich möchte euch die Geschichten der drei kleinen Embryos erzählen. Im Bauch einer schwangeren Frau waren einmal drei Embryos. Einer davon ist der kleine Gläubige, einer der kleine Zweifler und einer der kleine Skeptiker. Der kleine Zweifler fragt: Glaubt ihr eigentlich an ein Leben nach der Geburt? Der kleine Gläubige: Ja klar, das gibt es. Unser Leben hier ist nur dazu gedacht, dass wir uns auf das Leben nach der Geburt vorbereiten, damit wir dann stark genug sind für das, was uns erwartet. Der kleine Skeptiker sagte: Blödsinn, das gibt es doch gar nicht. Wie soll denn das überhaupt aussehen? Ein Leben nach der Geburt? Der kleine Gläubige sagte: Das weiß ich auch nicht so genau, aber es wird sicher viel heller als hier drin sein. Und vielleicht werden wir herumlaufen und mit dem Mund essen können. Der kleine Skeptiker: So ein Quatsch! Aber auch herumlaufen geht doch gar nicht. Und mit dem Mund essen, so eine komische Idee. Wie soll das denn gehen? Es gibt doch die Nabelschnur, die uns ernährt. Außerdem geht das gar nicht, dass es ein Leben nach der Geburt gibt, weil die Nabelschnur ja jetzt schon viel zu kurz ist. Der kleine Gläubige: Doch, es geht bestimmt. Es wird halt alles nur ein bisschen anders. Darauf der kleine Skeptiker: Es ist noch nie einer zurückgekommen nach der Geburt. Mit der Geburt ist das Leben zu Ende. Und das Leben ist eine einzige Quälerei und dunkel. Der kleine Gläubige: Auch wenn ich nicht so genau weiß, wie das Leben nach der Geburt aussieht. Jedenfalls eins weiß ich: Wir werden unsere Mutter sehen. Der kleine Skeptiker: Mutter? Du glaubst an eine Mutter? Na, wo ist sie denn bitte schön? Da sagt der kleine Gläubige: Na, hier, überall, um uns herum. Wir sind und leben doch in ihr und durch sie. Ohne sie könnten wir gar nicht sein. Der kleine Skeptiker: Ach, hör doch auf. Von einer Mutter habe ich ja noch nie etwas gemerkt. Also gibt es sie auch nicht. Da sagte der kleine Gläubige: Manchmal, wenn wir ganz still sind, kann ich sie singen hören oder auch spüren, wenn sie unsere Welt streichelt. Ich glaube auf jeden Fall, dass unser eigentliches Leben bald beginnt.